die Stabilitätsprobe. Für so manch einen Spielleiter der eigentliche Horror in Call of Cthulhu. Denn wenn man es ganz genau machen will, gibt es eine ziemlich feine Abstufung. Aber fangen wir an. In diesem Video gehe ich nicht ultimativ ins Detail einer Stabilitätsprobe, sondern zeige nur den Hauptablauf. So, der Charakter steht also vor einem möglichen Stabilitätsverlust. Er sieht einen Ghoul oder eine zerstückelte Leiche oder Tentakeln ranken sich nach ihm bzw. ihr. Und bevor die eigentliche Probe auf den Stabilitätswert des Charakters gewürfelt werden kann, solltet ihr wissen, dass im Gegensatz zu anderen Proben hier vom Spielleiter keine Bonus- oder Strafwürfel vergeben werden können. Auch könnt ihr als Spieler keine Glückspunkte einsetzen. Des Weiteren gilt bei der Stabilitätsprobe, dass die Anwesenheit mehrerer gleicher Elemente als ein einziges zu behandeln ist. Soll heißen, ein Raum voller Leichen hat dieselbe Stabilitätsprobe wie eine einzige. Und die Spielleiterin wird im Abenteuer wahrscheinlich bei anstehenden Stabilitätsproben das Format x/ywz gesehen haben. Zum Beispiel 0/1w4. Der linke Wert, die 0 also, ist der Wert, den der Spielercharakter verliert, wenn die Probe bestanden wurde. Und der rechte Wert, 1w4, ist der Wert, den der Spieler oder die Spielerin verliert, wenn der Stabilitätswurf nicht bestanden wurde. Aber dazu gleich mehr. Diese Punkte waren die Konditionen einer Stabilitätsprobe. Jetzt gilt es, zwei Fragen zu beantworten, ob die Probe überhaupt Sinn macht. Die erste ist, hat der Spielercharakter seine maximalen Stabilitätspunkte durch das betreffende Ereignis bereits verloren? Soll heißen, wenn beispielsweise die Begegnung mit einem Ghoul als 0/1w6 angegeben ist, dann bedeutet das, dass man durch das Erblicken eines Ghouls 1w6 verlieren kann. Im schlimmsten Fall halt 6 Stabilitätspunkte. Sind diese 6 Stabilitätspunkte bereits akkumuliert, also hat der Charakter in seiner Laufbahn in Inkrementen oder auf einen Schlag bereits diese 6 Punkte durch Anblicke von Ghoulen verloren, so wird den Charakter der weitere Anblick eines Ghouls keine Stabilität mehr kosten. Der Charakter hat sozusagen bereits verstanden, dass Ghoule existieren und Teil der Welt sind. Und diese können ihn sozusagen nicht mehr mental zerrütten. Ist dies der Fall, hat der Charakter also seine maximalen Stabilitätspunkte durch das betreffende Ereignis bereits verloren, so ist der Charakter, wie gesagt, immun gegen dieses Ereignis und der Würfelwurf auf Stabilität muss gar nicht gemacht werden. Die zweite Kondition, die vor dem Würfelwurf zu klären ist, lautet: Leidet der Charakter zurzeit an einem sogenannten Anfall von Wahnsinn? Näheres dazu später. Wenn dies der Fall ist, dann wird der Charakter dieses Ereignis einfach nur als Teil seines Anfalls verarbeiten. Und gewürfelt werden muss in diesem Fall auch nicht. Also, haben wir einen Charakter, der noch nicht die maximalen Stabilitätspunkte verloren hat durch dieses betreffende spezielle Ereignis und auch nicht gerade in einem Anfall von Wahnsinn steckt, so können wir den Stabilitätswurf beginnen. Wie ein Wurf gemacht wird, darauf möchte ich in diesem Video nicht speziell eingehen. Also das ist ein Prozentwurf, 2W10, und ihr müsst euren Stabilitätswert unterbieten. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten beim Stabilitätswurf. Ihr habt einen Erfolg, habt euren Stabilitätswert also unterboten, einen Misserfolg oder sogar einen Patzer. Wenn ihr einen Erfolg habt, so verliert ihr den linken Wert von dieser x/ywz-Angabe. Stand da eine 0? Was in der Regel der Fall ist, so beherrscht sich der Charakter und das Abenteuer geht weiter. Stand da jedoch ein Wert größer 0, so geht es zum nächsten Schritt der Stabilitätsprobe. Hat der Stabilitätswurf einen Misserfolg gegeben, wurde also der Stabilitätswert auf dem Charakterbogen überschritten mit dem Prozentwurf, so würfelt der Spieler oder die Spielerin den beim x/ywz-Format rechts angegebenen Wert. In der Regel ist dies ein Würfelwert. Ihr nehmt also die angegebene Würfelzahl, wenn da zum Beispiel steht 1W4, dann heißt das einen vierseitigen Würfel, und würfelt ihn, um herauszufinden, wie viel Stabilität euer Charakter verliert. Um diesen Wert senkt ihr dann entsprechend eure Stabilität und die Spielleiterin verpasst dem Spielercharakter eine unfreiwillige Handlung, zum Beispiel aufschreien oder in die Offensive gehen. Das ist eine Handlung, die dauert nur eine Kampfrunde, aus der kann sich der Charakter dann entsprechend nach diesen 1-2 Sekunden wieder befreien.
hat der Stabilitätswurf einen Patzer gegeben, wurde also beim Prozentwurf eine 100 oder 99 gewürfelt. So braucht der Spielercharakter den rechts angegebenen YWZ-Wert gar nicht auszuwürfeln, sondern verliert gleich den maximal erwürfelbaren Wert. Stand da zum Beispiel 1W6, so streicht sich der Spielercharakter direkt die 6 Stabilitätspunkte ab. Nun zum nächsten Schritt der Stabilitätsprobe. Wir hatten also einen Erfolg, jedoch mit einem X größer 0 oder einen Misserfolg oder einen Patzer, was im Endeffekt bedeutet, der Spielercharakter hat Stabilitätspunkte verloren. Jetzt gilt als allererstes zu kontrollieren, ist der Stabilitätswert des Spielercharakters bei 0 oder hat sogar 0 überschritten? Dann ist das Spiel für diesen Charakter vorbei. Der Spielercharakter ist völlig wahnsinnig und damit nicht mehr spielbar. Der Spielercharakter ist zu einem NSC geworden und liegt nun vollkommen in der Hand der Spielleiterin. Sind wir noch nicht beim Stabilitätswert 0 angekommen, so gilt es einen anderen Aspekt zu kontrollieren, nämlich ob an diesem Ingame-Tag, also ein im Spiel vergangener Tag, bereits ein Fünftel der Stabilität verloren wurde. Hat der Spielercharakter sozusagen seinen Tag mit 50 Stabilitätspunkten begonnen und mittlerweile, vor Ablauf des Tages, bereits 40 Stabilitätspunkte erreicht, so ist dies der Fall. Sprechen wir jedoch zuerst von dem Umstand, dass dies nicht passiert ist. Wir haben noch nicht 20% der Stabilität an diesem Tag verloren. Dann wird eine bestimmte Kondition abgefragt. Haben wir denn auf einen Schlag mindestens 5 Stabilitätspunkte verloren? Lautet die Antwort nein? Haben wir also beispielsweise eine 3 erwürfelt beim 1W4 oder 1W6 und liegen somit unter dem Wert von 5 auf einen Schlag? Dann streichen wir uns diese von den Stabilitätspunkten ab und der Charakter beherrscht sich soweit. Die Situation ist in diesem Fall damit auch erstmal geklärt. Ist dies jedoch geschehen, hat der Spielercharakter auf einen Schlag mindestens 5 Stabilitätspunkte verloren, so steht vor ihm eine neue Prüfung, nämlich ob der Spielercharakter intelligent genug ist, sich nicht selbst zu betrügen. Der Spieler oder die Spielerin muss nun für seinen oder ihren Charakter eine Intelligenzprobe machen. Ist diese Intelligenzprobe nicht bestanden, wurde ein Prozentwurf über dem eigenen Intelligenzwert erwürfelt, so verdrängt der Spielercharakter dieses Ereignis einfach, packt es sozusagen in eine mentale Kiste tief im Unterbewusstsein, als ob es nie geschehen wäre, und dem Charakter geht es erstmal gut. Die Situation ist damit auch gemeistert, obwohl 5 Stabilitätspunkte oder mehr auf einen Schlag verloren gingen. Ist die Intelligenzprobe aber bestanden, wurde das Attribut Intelligenz des Spielercharakters also mit einem Prozentwurf unterschritten und damit ein Erfolg erzielt, so verarbeitet der Spielercharakter dieses Ereignis ordentlich und gerät in einen Zustand, der sich bei Call of Cthulhu geistige Umnachtung nennt. Da knüpfe ich gleich nochmal ein, denn wir müssen nochmal kurz zurück zu dem Eingangsfall, dass überhaupt Stabilitätspunkte verloren wurden und mindestens 20% der Stabilität innerhalb eines Ingame-Tages bereits verloren wurden. Dies bedeutet nämlich, dass der Spielercharakter den Titel geistesgestört erhält. Geistesgestört ist nicht geistig umnachtet, sondern ein gutes Stück schlimmer, doch das wird jetzt im Folgenden klar. Für beide gilt, also geistig umnachtet und geistesgestört, erstmal, dass der Spielercharakter in den eingangs erwähnten Anfall von Wahnsinn verfällt. Und dies für 1W10 Runden. Der Spieler oder die Spielerin würfelt also einen W10 und für diese Anzahl Runden, eine Runde ist in der Regel 2-3 Sekunden lang, ist der Spielercharakter im Anfall von Wahnsinn. Im Grundregelwerk wird dieser auch beschrieben, Seite 146. Das sind dann so Zustände wie Amnesie, Raserei, Ohnmacht, Zwangsstörung etc. Während des Anfalls von Wahnsinn übernimmt die Spielleiterin teilweise die Kontrolle über den Spielercharakter und darf einen Punkt auf dem Datenblatt vom Spielercharakter ändern, der unter Hintergrund steht. Auf der Rückseite des Spielercharakters also. Ändern bedeutet in diesem Fall einen Punkt streichen oder einen neuen Punkt hinzufügen oder einen bestehenden entsprechend abändern. Der Spieler oder die Spielerin spielen nun einen Charakter in einem Anfall von Wahnsinn mit dem entsprechenden Attribut Amnesie oder das, was von der Spielleiterin gewählt wurde.
Ist der Anfall von Wahnsinn vorbei, also die 1W10 Runden im Spiel sind um, dann kommt die zweite Phase, der sogenannte unterschwellige Irrsinn. Das sind jetzt jede Menge Vokabeln. Nochmal kurz zurück. Wir sind also in diesen Anfall von Wahnsinn mit dem Zustand geistig umnachtet oder dem Zustand geistesgestört eingestiegen. Haben als erstes den Anfall von Wahnsinn erfahren und als der um war, kommt nun der unterschwellige Irrsinn. Während der Zeit des unterschwelligen Irrsinns, und zu der Länge des unterschwelligen Irrsinns kommen wir gleich, wird jeder Verlust von Stabilitätspunkten, und sei es auch nur ein einziger, unmittelbar zu einem erneuten Anfall von Wahnsinn führen. Also 1W10 Runden entsprechend der Tafel auf Seite 146. Ohne die obrigen ganzen Wenn und Abers durchzugehen. Während des Zeitraums des unterschwelligen Irrsinns werden eventuelle Phobien oder Zwangsstörungen des Spielercharakters von der Spielleiterin nicht mehr als Rollenspielelemente behandelt, sondern ganz konkret mit Strafwürfeln belegt. Einfach, weil während der Zeit des unterschwelligen Irrsinns der geistige Zustand viel labiler ist. Und als zweites kann die Spielleiterin Halluzinationen entstehen lassen. Diese können irreführend sein, können aber auch nützliche Hinweise bringen. Liegt in der Hand der Spielleiterin. Möchte der Spielercharakter wissen, ob es sich bei einer Sache um eine irreführende Sinneswahrnehmung handelt, so darf dieser einen Realitätstest durchführen. Ein Realitätstest ist eine Probe auf Stabilität. Kommt also zum Beispiel der bereits verstorbene Großvater des im unterschwelligen Irrsinns befindlichen Spielercharakters um die Ecke und rät ihm, links lang zu gehen, so kann der Spieler oder die Spielerin einen Realitätstest durchführen und auf Stabilität eine Probe würfeln. Ist diese bestanden, so erkennt der Spielercharakter, dass es sich um eine irreführende Sinneswahrnehmung handelt und entsprechend reagieren. Ist diese jedoch nicht bestanden, so ist der Spielercharakter davon überzeugt, dass dies eine wahre Begebenheit ist und der Spieler oder die Spielerin dürfen sich einen Stabilitätspunkt abstreichen. Ihr erinnert euch, im Zustand des unterschwelligen Irrsinns führt jeder Stabilitätsverlust zu einem erneuten Anfall von Wahnsinn. Jetzt zu der Frage, wie lange dieser Zustand des unterschwelligen Irrsinns eigentlich dauert. Das hängt davon ab, ob der Charakter nur geistig umnachtet oder sogar geistesgestört ist. Falls geistig umnachtet, so verbleibt der Charakter 1W10 Stunden im Zustand des unterschwelligen Irrsinns. Also kaum einen halben Tag. Ist der Charakter jedoch geistesgestört, ist also in diesen Zustand geraten durch den Umstand, dass 20% der Gesamtstabilität während eines Ingame-Tages verloren wurden, das ist der Zustand geistesgestört, so bleibt der unterschwellige Irrsinn bestehen, bis eine psychische Behandlung erfolgreich war. Eine psychische Behandlung kann verschiedenes sein. Die Einweisung in ein Sanatorium, heutzutage Psychiatrie, die Behandlung bei einem professionellen Psychotherapeuten oder nach Spielleiterinnenermessen eine Kur in Form von Wandern oder irgendwas, was mit dem Hintergrund des Charakters zu tun hat. Jedenfalls darf auf die Heilung des unterschwelligen Irrsinns im Zustand der Geistesgestörtheit nach jedem Ingame-Monat nur einmal eine Genesungsprobe gewürfelt werden. Eine Genesungsprobe wird durch das Würfeln eines W100 bestimmt. Je niedriger der Wert, desto besser. Ein geringer Wert kann einem Stabilitätspunkte zurückgeben. Ein Wert im 90er-Bereich kann einem sogar weitere Stabilitätspunkte kosten. Beispiele dazu gibt es im Hauptregelbuch, aber generell liegt es in der Hand der Spielleiterin, wie hier verfahren wird. Bevor wir die Erklärung dieser Phase des unterschwelligen Irrsinns verlassen, sollte noch klar werden, dass ein Charakter, der in diesem Zustand ist, eine potenzielle Gefahr sein kann. Hochempfindlich auf Phobien und Zwangsstörungen und Subjekt von Halluzinationen könnte es sein, dass der Spielercharakter fatale Fehler begeht. Je nachdem, welche Kondition und welche Fiesheit seitens der Spielleiterin den Zustand des unterschwelligen Irrsinns begleiten. Sind wir nun auf dem Weg, den Zustand unterschwelliger Irrsinn zu verlassen, gilt es zu klären, ob für die verlorenen Stabilitätspunkte der Cthulhu-Mythos verantwortlich ist. Soll heißen, ob die Ursache für den Eintritt in dieses beschriebene psychische Chaos etwas war, das einen Bezug zum Cthulhu-Mythos hat. Ein Tiefenwesen,
diese Fischmenschen, hat Bezug zum Xylomythos. Der rituell drapierte Körper einer verstümmelten Tierleiche hat je nach Symbolik auch Bezug zum Xylomythos. Eine für Untersuchungen exhumierte Leiche hat erstmal keinen Bezug zum Xylomythos. Lautet die Antwort auf die Frage, ob die verlorene Stabilität Bezug zum Mythos hatte, ja, so darf der Spieler oder die Spielerin sich auf dem Charakterdatenblatt beim ersten Bezug zum Xylomythos 5 Prozentpunkte unter die Fertigkeit Xylomythos schreiben und beim zweiten, dritten und jedem weiteren Kontakt zum Xylomythos mit entsprechendem Verlust von Stabilitätspunkten 1 Prozentpunkt steigern. Die Xylomythos-Fertigkeit und die Stabilitätspunkte des Spielercharakters verhalten sich reziprok zueinander. Je höher der Xylomythos, desto niedriger der Maximalwert der Stabilitätspunkte. Soll heißen, 5 Prozentpunkte Fertigkeit im Xylomythos senken den maximalen Stabilitätswert um 5. Wir haben also nicht mehr einen maximalen Stabilitätswert auf dem Charakterbogen von 99, sondern von 99-5, 94. Ein Spielercharakter mit einem Xylomythos-Wert von 20 kann also keine Stabilitätspunkte über 79 regenerieren. Und damit sind wir auch schon fast durch. Wir haben alle Wenn und Abers geklärt und verlassen den Zustand des unterschwelligen Irrsinns und die Geistesgestörtheit hört auf, ebenso die geistige Umnachtung. Der Charakter beherrscht sich wieder. In der Videobeschreibung könnt ihr das Bild dieses verwendeten Fließdiagramms herunterladen. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt, schreibt sie bitte in die Kommentarsektion. Ich beantworte sie gern. In diesem Sinne viel Spaß beim Rollenspielen. Tschüss!